Leute, herzlich willkommen zurück zu Coast Guard! Und wir machen das Spiel fortsetzen. Ja, es geht weiter. Ich bin gespannt. Wir haben ja im letzten Part die Fadima klar gemacht. Und haben da richtig schön abgeräumt, denn unser Boot war kaputt und ging dann wieder. Gott sei Dank hatten wir die Fadima aus dem Wasser gezogen. Nee, aus dem anderen Boot befreit, das Flüchtlingsboot, genau, was in Brand geraten ist. Oder wo der Motor kaputt war oder whatever. So, aber jetzt geht's auf jeden Fall erstmal weiter. Vielleicht finde ich Gegenstände, die meine Erinnerung zurückbringen. Okay, hier hat man ja eben diese Karte gefunden oder diesen Zeitungsartikel. Ich bin immer noch am Überlegen, wie die Lampe anging. Das war Ducken. Irgendwie ging doch die Ach, ich weiß es nicht. So, Hier flackert's. Da hat man ja, genau. Hier hat man ja die Karte. Das haben wir aber schon, die haben wir schon genommen, genau. Warte mal, kann ich hier durch? Hebel? Diese Tür ist total verkeilt, da geht nichts mehr. Vielleicht soll ich einen anderen Weg in den Raum finden. Okay. So. So, mal schauen. Irgendwas muss ja hier noch sein. Irgendwas. Genau, hier sind wir hergekommen. Warte mal, hier sind wir ja hergekommen. Deswegen gehen wir erstmal hier lang. So. Da waren wir gerade drin. Da haben wir das Kärtchen gefunden. Oder den Zeitungsartikel oder whatever, was es auch immer war. Aber hier geht's ja noch runter. Achso, hier runter ging ja nicht, ne? Das war ja das Problem an der Sache. Irgendein Luftraumriss und momentan ist später nochmal an. Okay, später. Ja, später. Wann ist später bei euch? Tür. Ging die nicht eigentlich auf? Diese Tür ist verschlossen. Damn it! Was soll das? Genau, was soll das? So, genau. Hier stand ja der alte Dieselgenerator drin. Interessant. Da läuft ja auf jeden Fall erstmal. Aber jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Was soll ich noch finden? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist da oben mit. Ein Lüftungsschacht. Da war doch gerade Hebel oder sowas. Ja, ein. Ich weiß. Hä, hier stand doch gerade Hebel, wo ich hier drin war. Wo ich reingeguckt habe. Ich bin ja nicht besoffen. Gibt's ja gar nicht. Die wollen mich verarschen. Warte mal, vielleicht ist hier drin noch was. Die wollen wir auch noch nicht. Oh Gott, macht einer das Licht an? Es ist aber halt auch so scheißen direkt dunkel. Ist eine Kiste. Alter Verwalter, aber hier ist die Birne ja damals geplatzt, ne? Ich sehe hier nichts, sehe ich hier. An der anderen Seite rein. Achso, das ist auch nur so ein Gitter. Ist total verkeilt. Soll ich nochmal zurück vielleicht? Ich weiß nicht. This door. Okay. It's more battered than the rest. Stärker verbeult als der Rest. Ich habe diese Tür jetzt aufgebaut. I was the one who broke this door. Aber wann und wo? But when? Ich weiß es nicht. Where? Where? A ship. When? A ship. I'm in an old ship. An old ship. Na, die Tür war der Hinweis. Sehr interessant. So, haben wir den schon mal gefunden? Das ist ja super. Hat die Tür vorhin schon geleuchtet? Ich erinnere mich an diesen Einsatz. Ja, an welchen Einsatz? Eigentlich war gar kein schlechtes Wetter angesagt. Aber das galt nicht für dieses Schiff. Es zog der surrealen Nebel geradezu an. Achso, es zog den surrealen Nebel gerade. Es würde sich nach ihm bla 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 wie einem schlechten Horrorfilm. The fuck. Leider hätten wir damals gleich den ganzen Einsatz gestoppt. Ja, sag ich doch. Und jetzt?
Daniel Defoe, this is MSC. Over. Defoe, do you hear me? Daniel Defoe here. What's up? What up? One of our reconnaissance helicopters has spotted a strange film on the water's surface, not far from your position. Possible contamination. Can you check and assess the situation? You're probably going to have to take a water sample from the target area, Finn. Looks like it, Larry. Let's get to the target first, and then I'll switch to the daughter boat to take the sample. Here we go. Moment. Okay. Dann müssen wir einmal hier rum. Da drüben, zu diesem grünen Punkt. Oh, da ist auch schon dieser Film. Dieser eine Film. Kennt ihr den? Dieser Film, der so gut ist. Schauen wir mal. Diese Lenkung von dem Boot ist echt eine Katastrophe, ey. Ohne Mist. Grauenhaft. So, wir fahren auf jeden Fall erstmal zu dem grünen Punkt und schauen uns dort mal an, was denn für ein komischer Film dort sein soll. Oh, Leute, ich sehe es gerade in der Kamera. Meine Haare sehen ja aus. Ist ja grauenhaft. Warum sagt mir das keiner? Ich bin total zerwühlt auf dem Kopf. Naja, es ist auch schon später abends. So. Finn, komm take a look at this. What's going on with you? There's an unbelievably thick fog starting to drift. Thick fog? Eerie. Be careful. Still going to try to get the water sample with our daughter boat. Roger, Defoe. Okay. Okay, 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 okay. So. Es ist ein bisschen nebelig. Sogar im Boot ist es nebelig. Das ist natürlich doof. Ach, das ist so. So, warte, drücke F6, um Reagenzglas in die Hand zu nehmen. Klicke auf die Fläche im Wasser, wo du die Probe aufsammeln möchtest. Mache ich. So, hier, da ist schon dunkel. Richtig schön den Schmatter rausnehmen. Hier, Schleimi Smatter. Water sample obtained. Then pass that wet little baby right on over here. Can you already gauge what kind of an oil slick it is? Looks like bunker C to me. Not good. MSC, we suspect we might have a leaking ship in the area. Should we launch a search operation? Yes, we're transmitting you the search area. Coleman, we're on the lookout for an environmental offender. He seems to be dumping heavy oil into the water. Okay, I'll keep my eyes peeled. But bring that sample over here to me first. Okay, alles klar. Also die Probe dorthin bringen hier zum Bob. Jetzt, ich wollte gerade sagen, Alter, wenn jetzt hier drin auch noch Nebel gewesen wäre, der hätte mir ja totgelacht. So, Probe, warte. Probe. Da. Da. Will you manage by yourself, Finn? It can't hurt for me to know. How do I start? Okay. Turn the Bunsen burner on, so its flame is very hot. Use the valve at the bottom to do so. It has to be really hot. Roaring blue. Ja. Excellent. Huh? See the big needle with the loop at one end? The one that looks like a dip net. Yes? That's an inoculating loop, and your most important instrument. The next task has three steps. First, take the inoculating loop and hold it into the blue flame. That sterilizes it. You can move it by holding down the mouse button. Second, guide it into the jar of seawater to extract the sample. Third, inject the sample into the petri dish. Then we'll continue. Ah, okay. Floops. Now we need to distill a colony from the sample. To do so, we'll use the so-called dilution plating method. Hold down the mouse button and guide the inoculating loop to follow the lines along the petri dish. That way, you'll distribute the sample so that colonies can grow. Okay. Das ist ja cool. Ah, jetzt. Da sind die Kolonien. So, nu? Well, that finishes up our business here. Okay. I'll let you know when I receive the final analysis for it.
Okay, Larry. You should use the Luke Fox to start searching the area for the perpetrator. Okay, okay. Ich kann das Lenkrad auch so umdrehen. Das ist ja cool. Was ist das für ein Quark jetzt hier? So. Okay. Wow, wie habe ich denn das gemacht? Oh, das ist ein Hubschrauber. Hubschrauber. Gut, dann suchen wir einfach mal nach dem Übeltäter. Fahren wir mal mitten rein hier. Ins Schlabberwasser. Fliegt der Hubschrauber eigentlich hin? Muss ja hier irgendwo sein, ne? Auf so einem weißen Bildschirm, da sieht man mal die ganzen Flecken, die man alle auf dem Bildschirm hat. Richtig gut. Hm. Guck mal hier, das sieht wirklich nicht schön aus, ne? Aber ist cool gemacht, das Öl. Gefällt mir. Ja, mit so viel Nebel. Sind aber halt eben auch nicht wirklich schnell, ne? So, jetzt finden wir ein Boot hier. Ist gar nicht so einfach. Ich sollte mal ein bisschen da hochfahren hier. Nach links oben. Das Suchgebiet ist ja nun etwas größer. So. Könnte ruhig Larry mal wieder anrufen und sagen, hey, hier die Probe. So, fahren wir mal hier gerade rüber. Muss ja hier irgendwo was sein, oder? Gibt's doch gar nicht. Tja, ich soll das Suchgebiet absuchen, aber... Moment. MSC, this is Daniel Defoe. We'll take care of the reported water contamination. Roger. Hm. War jetzt auch nicht der Brüller, ne? Hier ist einfach nichts. Hier hört die Verunreinigung schon wieder auf. Das heißt, wir fahren mal noch ein Stückchen hier nach oben. Eieieiei. Na, das kann ja was werden hier im Nebelwasser. Guck mal, so kann man auch das Öl gleich wegmachen. Kann man schön zusammenschieben. Müssen wir nur mal schön driften im Kreis und dann ist das Öl weg. Sammelt sich das jetzt alles hier vorne. Kann man es auf... Kann man es abschaufeln. Ist doch scheiße. Hier muss ja irgendwo so ein Kackboot sein, ne? Das Geisterschiff. Es ist bestimmt das Geisterschiff. Ich ahne es. Ich ahne es, das Geisterschiff. Das werden wir jetzt wohl finden. Aber wenn es ein Geisterschiff ist, dann können wir es ja gar nicht finden in dem Sinne. Ist ja auch doof. Vielleicht finde ich das hier auch gar nicht und ich fahre jetzt einfach sinnlos hier rum und vergeude Zeit und... War da gerade was? Da! Da! Es ist da! Ganz links oben in der Ecke, ey. Sowas Gemeines. Ich hab's. Ja. So, wieder Spürsinn. Spürsinn. Die Nase hier, die täuscht keinen. Keiner täuscht die Nase, wollte ich sagen. Nicht die täuscht keinen. Ne? So, da ist es. Creepy. Sind wir schon da? So, jetzt muss ich aber hier eine schöne Wende einschlagen. Finn, what the hell is that?
MSC, we've spotted a fishing vessel in the fog. It seems to be drifting unmanned and looks like it's in pretty bad shape. We'll take a picture and send it over to you. Maybe you can find out if it's been reported missing. I'll get on it. Anything else? Let's dock our boat and take a look at the situation. Agreed. Okay, okay, okay. So, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mit der MSC rausfahren? Komm, wir gehen mal rüber. MSC, this is Luke Fox. Bowers and I will take care of the leaking ship with the daughter boat. Roger. Luke Fox heading out with two people aboard. Here we go. Okay, wir gehen schon mal nicht alleine an Bord. Das ist ja schon mal sehr gut. So, übersetzen. I'm going to take a look at the compartments below deck. Are you staying up top? I can do that. MSC, we have boarded said object. OSCS Dare is inspecting the interior rooms while Bowers secures the upper deck. Anybody on board? No, it seems to have been drifting around here completely unmanned. I have the results of the water sample. Heavy oil, very high concentration. It must have only just leaked recently. So you guys are probably standing on the perpetrator right now. What the hell happened to this thing? We'll look into it. Over and out. Good luck, Finn. Okay. Okay. Können ja erst noch mal kurz hier unseren Kollegen anquatschen, gucken, ob er noch irgendwas Hello. Zu sagen hat. You stay. Yeah, I'm checking the upper deck and the oil leak from the exterior. Ist klar. We'll stay in contact. Würde ich auch machen, du. Bob. So, warte mal, dann gehen wir mal hier lang. Hallo. Bevor wir da reingehen, gucken wir erstmal fix hier hin. Vielleicht gibt's hier irgendwas. Oh, hier eine Kiste. Können wir nicht aufmachen. Schade eigentlich. Ist da jemand drin? Das sieht aber sehr ungemütlich aus. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt rein möchte. Ich überlege auch, ob ich erstmal da hinten noch... ich schau mal noch ganz schnell da hinten. Könnte ja sein, es liegt irgendwas rum oder so. Keine Ahnung. Ich überprüfe mal ganz gern alles, bevor ich dann... ne, hier... zur Tat schreite. Eigentlich will ich mich nur drücken, da reinzugehen. Ich komme hier nicht mehr lang. Ja, da werde ich mir doch rein müssen. Tür. 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 Welche Tür? Hä? Okay. Oh Mann. Eigentlich will ich da nicht rein. Na gut. Oh, ist gar nicht so dunkel, wie von außen aussah. Oh, schöne Mülltexturen. Hat bestimmt viel Arbeit gemacht. Okay, gehen wir erstmal nach oben. Nach unten will ja niemand. Aha, zu. Das ist gut. Müssen wir da nicht rein. Sehr gut. Hier geht's noch... ah, guck mal hier. Hier ist der... war doch schon wieder so eine doofe Hand. Keine Ahnung. Hier ist der Captain hier. Ach so, da kommen wir nun wieder nicht rein. Ach, das ist aber auch ein Mist. Verdammt! Ich will nicht nach unten.